2004. Die Rheinbrücke bei Laufenburg ist fast fertig. Das Schweizer Ufer und das Deutsche. Beinahe verbunden. Da gibt es plötzlich ein Problem. Das Problem ist, dass die Rheinbrücke von Schweizer Seite aus gebaut nicht ganz übereinstimmt mit dem deutschen Straßenbau als Anschluss auf der anderen Seite. Die Brücke zu niedrig, ganze 54 cm tiefer als das deutsche Ufer. Die Deutschen hatten die Höhe in Metern über dem Meeresspiegel berechnet. Deutschland misst meines Wissens von der Nordsee her normal null. Und wo messen Schweizer das Meer? Also in der Schweiz wird gemessen an sich Referenzpunkt vom Mittelmeer. Und der ist 27 cm tiefer. Die Differenz wollte man ausgleichen, baute die Brücke aber versehentlich nicht höher, sondern weitere 27 cm tiefer. Ja, wie auch immer. Denkfehler, Rechenfehler. Das Messen vom Meeresspiegel aus führt sehr leicht zur Verwirrung. Denn irgendwie hat jeder einen anderen Nullpunkt. Deutschland orientiert sich am Amsterdamer Pegel. Null ist hier ein historischer Hochwasserstand der Nordsee. Die Schweiz berechnet ihre Null nach der durchschnittlichen Meereshöhe in Marseille. Viele Mittelmeerländer messen die aber in Genua. Und Osteuropa den Kronstädter Pegel bei St. Petersburg. Weltweit gibt es mehr als 200 Messpunkte. Fast alle definieren die Null unterschiedlich. Und alle haben recht, denn es gibt nicht den einen Meeresspiegel, sondern viele verschiedene. What natural forces can hold the surfaces of oceans at different levels? Ein paar Gründe kannte man schon in den 70ern. In miteinander verbundenen Becken gleicht sich der Wasserspiegel an. Da auch die Weltmeere verbunden sind, könnte man das auch dort erwarten. Aber schon wenn ein Becken wärmeres Wasser enthält als das andere, funktioniert die Angleichung nicht. Denn warmes Wasser dehnt sich aus. In tropischen Meeren steht das Wasser deshalb besonders hoch. Im Gegensatz dazu haben sehr salzige Meere eine höhere Dichte. Ihr Wasser steht deshalb niedriger. Inzwischen kennt man noch einen Grund, warum es nicht den einen Meeresspiegel gibt, sondern viele unterschiedlich hohe. Dellen im Meer. Die tiefste liegt vor Indien, etwa 120 Meter unter dem mittleren Meeresspiegel. Der Grund? Die Erdanziehungskraft ist nicht überall gleich stark. Wo sie schwach ausfällt, wie hier vor Indien, wird weniger Wasser angezogen. Es bildet sich eine Delle. Denn das Wasser wird dorthin gesaugt, wo die Erdanziehung besonders stark ist, zum Beispiel vor Neuguinea. Dort bildet sich im Wasser eine Beule. Das Wasser steht hier etwa 80 Meter höher als im globalen Durchschnitt. Für die Seefahrernationen des 17. Jahrhunderts war das Meer die alles entscheidende Größe. Es schien ihnen nur logisch, alle Höhen vom Meeresspiegel aus zu messen. Und mit ihren Eroberungszügen verbreiteten sie diese Messweise auf der ganzen Welt. Brauchen wir in Zukunft eine neue Art zu messen? Zumindest werden irgendwann Anpassungen notwendig. Der Klimawandel wird die Meeresspiegel unterschiedlich verändern. Schmilzt die Eiskappe von Grönland, könnte paradoxerweise gerade dort der Meeresspiegel sinken. Denn wenn die Last der Eisdecke verschwindet, wird sich das Land heben. Untergehen könnten andere, auch die deutschen Küsten. Für massive Überschwemmungen entlang der Elbe reicht, ohne zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen, schon ein Anstieg von einem Meter. Bremen läge dann direkt am Meer. Und sollte das Wasser weiter steigen, würden große Teile Norddeutschlands überflutet. Bei 7 Metern wäre der gesamte Nordosten um Stralsund nur noch eine Kette kleiner Eilande vor den Resten von Rügen. Einige Orte sind schon heute unrettbar verloren, auch mitten in Europa. In Fairbourn in Wales wurde der Küstenschutz bereits aufgegeben. Zu teuer, zu aussichtslos. Schon in 20 bis 40 Jahren könnte das Dorf untergehen, heißt es. Wie viele andere entlang der Küsten.
Wie stark die Meeresspiegel ansteigen, ist auch abhängig davon, welches Eis schmilzt. An den Polkappen gibt es viel schwimmendes Eis. Schmilzt das, beeinflusst es den Meeresspiegel wenig. Ob fest oder flüssig, die Masse zählt heute schon mit. Der Eispanzer von Grönland aber ruht bisher auf Felsen. Schmilzt er, könnte das allein reichen, um die Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen zu lassen. Um genauer vorherzusagen, wie hoch das Wasser steigen wird und an welchen Küsten, wurde ein neuer Satellit ins All geschossen. Sentinel-6 wird von Darmstadt aus gesteuert und soll exakt messen, wie die Meeresspiegel sich verändern. Eines ist klar: Unser Planet wird immer blauer.